Okay. Hey, hallo, bonjour, guten Tag. Willkommen, 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 willkommen. Buenos dias, buenos dias. Alter, kannst du mal dein Maul halten? Die mir richtig auf und sag mal, die Leute wollen mal sehen, Mann, Alter. Ist okay, Bruder, beruhig dich. Also, ich werde mich heute einfach mal der Masse anschließen und werde auch so ein 10er-Fond-Video machen. Und zwar von YouTubern. Ja. Also, ich werde euch jetzt einfach auch gar nicht weiter voll, aber ich fange einfach mal an, ja? Okay, viel Spaß und letzte Show beginnen. Nummer 1, die Gamer. Alter, die gibt's in Massen. Massenhaft. Das sind die Leute, die Videos hochladen, zeigen, wie man zockt und dabei noch einschlafende Kacke labern. Und dann laden die am Tag nur noch 2 bis 3 Videos hoch. Alter, haben die keinen Job? Gehen die auch mal schlafen? Essen? Oder raus? Oder müssen die mal auch mal kacken? Warum lädt man solche Videos hoch? Und warum, um Gottes Willen, schauen sich diese Leute diesen Dreck überhaupt an? Im Ernst, manche bekommen 3 Millionen Klicks am Tag. Das ist doch nicht mehr normal. Viele wollen es nachmachen, aber schaff es mal, Let's Play zu drehen, nebenbei zu zocken und dann noch unterhaltsam zu labern. Ist, glaube ich, gar nicht so leicht, wie man denkt, oder? Nummer 2. Die Beauty Bitches. Frauen, die Frauen zeigen, wie man sich geil macht für die Männerwelt. Geil! Warum sind 95% der Frauen Schminkgurus? Können die nichts anderes? Gibt es so wenig Frauen mit Humor? Traurig. Oder diese Unboxing-Videos, wo die Mädels so eine geile, total tolle, große, coole, pinke Box auspacken, wo... Jetzt kommt's. Beauty-Artikel drinne sind. Oh, geil! Es gibt anscheinend echt so viele Weiber, die es nötig haben, mit Masken rumzulaufen. Und klatsche dir eben auf den Hinterkopf, fällt der ganze Puder ab. Boah, es nebelt. Tja, das beantwortet mir wenigstens die Frage, was Frauen so lange im Bad machen. Sich Videos angucken, wie man sich die perfekten Fake-Wimpern klebt. Das dauert halt seine Zeit. Nummer 3. Die Sportler. Wie pumpt man seinen Körper richtig auf? Arme, Beine, Arsch und Titten. In Wirklichkeit schlucken die nur Tabletten oder spritzen sie irgendwas im Körper. Ich esse Smarties. Und die Frauen posen auch nur vor der Kamera, um ihr Ego zu pushen. Boah, siehst du geil aus, Alter. Wie hast du das gemacht? Ich will auch so einen heißen Körper wie du. Nummer 4. Die Tutorial-Fuzzis. Also die können dir wirklich mittlerweile alles beibringen. Von Haare flechten in 2 Sekunden bis zu wie rasiere ich mein Genital in 5 Schritten plus Outtakes. Was esse ich wie, wann, wo und warum esse ich es überhaupt? Wie buchstabiert man Masturbation? Und was ist das eigentlich? Gibt es Gott? Wo lebt Gott? Wie alt ist Gott? Wie groß ist überhaupt der Gott? Die Tutorial-Fuzzis sind einfach so ein bisschen wie Galileo. Wie Welt der Wunder. Wie N24. Wie ZDF-Info. Wie etc. pp. Also mit am schlimmsten finde ich die, die einen erklären wollen, wie man geil krass wird auf YouTube, ja, und wie man richtig viele Klicks bekommt. Doch schaut man bei ihm die Klicks an und die Abonnementzahl, dann kommt man einfach nur zum Schmunzeln. Tut mir leid. 20 Klicks und 4 Abonnenten. Puh, Alter, ist der Fame! Alter, ist der Fame! Nummer 5. Die Kochprofis. So, heute zeige ich euch, wie man kocht, backt und süße Pralinen zaubert. Echt, die tun so, als wären sie die Besten unter allen Köchen und Bäckern. Milchreis zum Selbermachen. Lecker. Scheiß auf chefkoch.de. YouTube ist angesagt. Schwing dein Kochlöffel und los geht die Fahrt. Mal im Ernst, ich find's geil. Man nehme Mehl, Milch, Butter und Eier, verrührt es zu einem Teig, Backofen 200 Grad vorheizen und rein. Was wird's? Lecker Laberkekse. Ich würde gerne auch solche Videos für euch drehen. Vorausgesetzt, ihr wollt. Kann ich überhaupt kochen? Nee. Nummer 6. Die Unterhalter. Also die Mehrheit der Unterhalter sind meist männliche Wesen und meistens nicht allein. Sie kommen in Paare. Und es werden verdammt nochmal immer mehr. Irgendwo hier in YouTube scheint ein Nest zu sein. Aber ein riesengroßes Nest. So was wie ein Ameisenhaufen. Jedenfalls machen sie jede Woche ein neues Video und meistens wirklich noch richtig zum Lachen, Alter. Tja, besonders beliebt sind die 10er-Fond-Videos oder diese verrückten Challenges. Also ich hätte niemals gedacht, dass man damit Erfolg haben kann. Doch die erfolgreichsten wie, wie heißt er, ja, Y-Titty oder die Außenseiter, die haben es ja bewiesen, dass man es schaffen kann, ja. Respekt, Alter, Respekt. Wie krass, Mann, wie krass seid ihr eigentlich. Nummer 7, die Eintagsfliegen. Das sind die YouTuber, die nur ein einziges Video hochladen. Meistens ist es aber auch total unbrauchbar und unwitzig. Manchmal sind aber auch so coole Pannenvideos dabei. Also mich würde mal interessieren, wie die Leute reagiert haben, die sich dann selber an so ein Pannenvideo gesehen haben und sich ja dann sozusagen zum Deppen gemacht haben. Tja, zum Beispiel die, die irgendwie alkoholisiert rumrülpsen oder rumpupsen oder rumbrüllen, ja.
Naja, ich find's lustig. Manche Eintagsfliegen stecken aber auch voller Talente. Zum Beispiel kleine Kids, die mit 4 Jahren schon geil singen, tanzen, rumhüpfen können und damit ein Video schaffen, 1000 Klicks oder Millionen von Klicks zu erobern. Und das mit nur einem Video. Nummer 8, die Dagoberts. YouTuber, die mit ihren Videos nur eine schnelle Cash wollen. Dementsprechend sind auch ihre Videos beschissen. Laden mit ihrem Handy schnell ein aufgenommenes Video hoch, nur weil sie in den Nachrichten gehört haben, dass man mit YouTube Geld machen kann. Dabei wisst ihr doch gar nicht, wie viel Arbeit wirklich dahinter steckt, ihr Lümmels. Doch YouTube ist leider Gottes voll von kleinem Dagobert. Nummer 9, die Laber-Junkies. Die labern. Tja, also die brauchen wirklich ewig bis zum Ergebnis. Also man kann auch mal am Thema vorbeireden, bis man endlich mal auf den Punkt kommt, ja? Meistens gehen die Clips dann nur so 15 Minuten lang. 15 Minuten, Alter! Ihr kennt es doch bestimmt, wenn man irgendwas im Internet sucht. Zum Beispiel, wie binde ich mir meine Schuhe zu? Dann öffnest du das Video, ey, und dann merkst du, der Typ kommt einfach nicht aus dem Arsch! Also erst erzählt er dir, wie es ihm geht, dann erzählt er dir, wie Wetter ist, wie oft er was gegessen hat heute, wie oft er auf Klo war und warum er das Video überhaupt gemacht hat. Und dann erst die Erklärung. Zwischendurch macht er noch so ein paar unlustige Späße wie aus Hackepeter wird Kacke später. Tja, und bis zum nächsten Schritt hast du den davor schon wieder längst vergessen. Und Nummer 10, als letztes die Musiker. Leute, die wirklich richtig geile Mucke machen, wirklich richtig geile Mucke. Und Leute, die denken, sie machen geile Mucke. Schon mal die ganze Rap-Scheiße angehört? Geht gar nicht. Yeah, ich bin der Boss, was willst du machen, Mann? Laber mich nicht voll, ich bin der Paul, na toll, yeah, oh, boom. Guck dir meinen Bizeps an, Mann, bin ich krass, du bist nass, was? Okay. Der meiste Rapper-Scheiß ist Scheiß-Scheiße. Beschissene Scheiße. Ihr seid Scheiße, Mann. Ihr könnt nicht rappen. Ihr könnt nicht rappen. Ihr könnt einfach nicht rappen, Mann. Ihr seid keine Rapper. Ihr seid nicht mal Fame. Ihr seid gar nichts mit euren vielen Klicks, Mann. Aber manchmal mischen sich auch gute Talente unter den Videos. Unschuldige Lämmer, die nach nichts aussehen. Doch machen sie ihr Maul auf, kommt da eine geile Stimme raus, ja? Während die meisten Frauen dann da sitzen mit ihren Taschentüchern. Tja, manchmal ist es halt krass, manchmal ist es cool. Ne? Aber kennt ihr noch, ein Beispiel habe ich noch, ja, zum Beispiel diese Beatboxer, ja? Von meinen 10 Namen von Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, ihr kennt das übliche Spiel, ja? Wenn euch das Video gefallen hat, Mittelfinger nach oben, Daumen, sorry. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, unten reinschreiben, Kommentare, Punkt. Ich hoffe, euch hat es gefallen, Alter. Ich hoffe. Die nächsten Videos folgen auf jeden Fall und ich will jetzt auch nicht wieder, ich hab da keinen Bock zu labern, oder? Ich sag nur, wo? Egal, Mann. Ich bin einfach nicht ausgelastet heute. Passt auf, bald geht's weiter und wenn was ist, ich bin nicht erreichbar. Ciao.